Hallo und herzlich willkommen bei Nachtvorlesung nachgefragt. Liebe Zuschauer, heute beschäftigen wir uns mit einer Krankheit, die sehr weit verbreitet ist, von der Sie aber vielleicht noch nie etwas gehört haben. Oder kennen Sie den Kürzel COPD oder den Zungenbrecher chronisch obstruktive Lungenerkrankung? Dieses Thema wollen wir heute näher beleuchten und dazu habe ich mir wieder einen Experten eingeladen. Das ist der Privatdozent Dr. Günther Wiest. Schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Wiest, Sie sind ja Privatdozent und Chefarzt der Lungenabteilung des Asklepios Klinikums Hamburg-Harburg und können uns sicherlich erzählen, was ist denn eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung? Bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung handelt es sich um eine Entzündung, die über viele Jahre die Lunge zerstört. Ausgelöst wird die Entzündung in der Regel durch Zigarettenrauch, aber auch im Einzelfall durch andere Schadstoffe, die eingeatmet werden. Es ist so, dass genetisch empfindliche Menschen auf Zigarettenrauch eben so reagieren, dass nach und nach das Gerüst der Lunge zerstört wird. Und wie kommt es genau dazu, dass sich diese COPD entwickelt? Also normalerweise bekommt man ja vielleicht mal eine Bronchitis und dann geht es wieder vorbei. Der Zigarettenrauch, der jeden Tag inhaliert wird, schafft ständig ein Klima der Entzündung in den Atemwegen. Und diese Entzündung führt dann dazu, dass nach und nach die Wände zwischen den kleinen Lungenbläschen zerstört werden und dass die großen Bronchien, die Wand der großen Bronchien zerstört wird. Und dann haben Sie am Ende das, was wir eine Raucherlunge bezeichnen. Sie haben ja jetzt schon sozusagen die Hauptursache, das Rauchen, genannt. Gibt es noch irgendwelche anderen Ursachen in dem Zusammenhang? Es ist theoretisch so, dass ja nicht jeder Raucher eine COPD-Erkrankung entwickelt, sondern nur empfindliche Raucher. Das sind Menschen, die genetisch so ausgestattet sind, dass sie die Schäden durch das Zigarettenrauchen nicht reparieren können. Es gibt es manche besonders schlecht genetisch ausgestattete Menschen, die so eine Erkrankung auch ohne zu rauchen entwickeln können. Das ist eine ganz, ganz kleine Minderheit. Und wie verläuft diese Erkrankung? Also kann man die wieder heilen oder ist es eine fortschreitende Erkrankung? Das große Problem ist, dass es eine schleichende Zerstörung der Lunge über viele Jahre und Jahrzehnte ist. Sie merken zunächst gar nichts von der Entzündung. Die ersten 10, 20 Jahre Rauchen wird überhaupt nichts gemerkt. Dann setzt irgendwann das Phänomen ein, dass Sie als Raucherhusten kennen. Dass eben vor allem morgens Schleim abgehustet wird, regelmäßig, immer regelmäßiger. Und auch dann dauert es noch viele Jahre, bis schließlich weitere Beschwerden auftreten, wie Belastungsluftnot, wie Auswurf, wie immer mehr Husten und dann körperlicher Abbau und so weiter. Aber es ist ein Prozess über viele Jahrzehnte, im Prinzip, wo nach und nach die Lunge zerstört wird. Und das Gemeine dran ist, wenn dann erstmal die Beschwerden da sind und ein Großteil der Lunge zerstört ist, gibt es keinen Weg mehr zurück. Okay, und wie behandeln Sie dann die COPD, wenn das eine fortschreitende Erkrankung ist? Also gibt es da irgendwelche Möglichkeiten mit Medikamenten oder auch operative Möglichkeiten sogar? Es gibt einen großen Strauß von Behandlungsmöglichkeiten, die im Wesentlichen darauf abzielen, dass keine weitere Verschlechterung mehr eintritt. Es ist selbstverständlich klar, dass die Ursache, des Wurzel des Übels, ja, ausgerottet werden muss. Das heißt, die Patienten müssen aufhören zu rauchen. Das ist die allerwichtigste Maßnahme. Dann gibt es Möglichkeiten, durch Medikamente die Beschwerden etwas zu bessern. Medikamente, die in der Regel inhaliert werden, damit sie nur dort wirken, wo sie wirken sollen, nämlich in der Lunge und den Rest des Körpers nicht beeinflussen, sodass dann wenig Nebenwirkungen auftreten. Im Endstadium der Erkrankung gibt es auch operative Möglichkeiten, vor allem endoskopische Möglichkeiten, Besserung zu schaffen. Und es gibt auch Möglichkeiten wie Sauerstofftherapie und am Ende des Tages auch noch Heimbeatmungstherapie. Wir waren jetzt gerade bei der Behandlung. Wie wird das eigentlich am Anfang überhaupt diagnostiziert? Das Wichtigste ist die Krankengeschichte. Wir nennen die Krankengeschichte Anamnese. Das heißt, die typischen Beschwerden, Husten,
Auswurf über viele Jahre, vor allem in den Wintermonaten, wenn dann noch Infektionskrankheiten dazukommen, gepaart mit einer langsam zunehmenden Atemnot bei Belastung, sind die typischen Beschwerden bei Rauchern. Wenn die Krankheit jetzt schon sehr weit fortgeschritten ist, kann man dann so eine Exazerbation vornehmen? Und können Sie uns erklären, was das genau ist? Ja, als Exazerbation bezeichnet man eine sehr schnell eintretende, das sagt der Arzt dann, akute Verschlechterung der Situation. Das heißt, sehr schnell eintretend, mehr Husten, mehr Luftnot, richtige bedrohliche Luftnot, Auswurf und dann auch eitrig verfärbter Auswurf. Meistens ist in der Situation ein Infekt mit einem Bakterium dann die Ursache für diese plötzliche Verschlechterung. Was macht man in solchen Fällen? In solchen Fällen behandelt man mit Antibiotika, wenn eben eine bakterielle Infektion die Ursache ist, und man gibt dann für einige wenige Tage Cortison als Tabletten oder als Spritzen. Gibt es vielleicht auch neue Möglichkeiten, COPD zu verbessern? Ja, es gibt seit etwa 2 Jahren die Möglichkeit der endoskopischen Lungenvolumenreduktion. Das ist ein Therapieverfahren für schwerkranke COPD-Patienten, das darauf abzielt, die Beschwerden zu bessern. Bei geeigneten Patienten wird endoskopisch, minimalinvasiv, ein Teil der Lunge ausgeschaltet, in der Regel ein Teil, der besonders schlecht ist, sodass der Rest der Lunge sich wieder deutlich besser bewegen kann und somit die Belastbarkeit und die Beschwerden sinken. Und gibt es noch sonstige Angebote, vielleicht auch physiotherapeutisch? Sehr wichtig, es ist in jeder Stufe der COPD-Erkrankung, sich zu bewegen, das Herz-Kreislauf-System gut zu halten, das heißt Sport zu treiben. Wenig betroffene Patienten mit leichter COPD können in Sportverein gehen, können ganz normal Sport treiben. Schwerer betroffene Patienten können dann ambulante Rehabilitationseinrichtungen nutzen, beziehungsweise der Optimalfall ist, dass sogar ein Patient, der immer Sauerstoff braucht, mit seinem Sauerstoffgerät zum Beispiel auf dem Heimfahrrad trainiert. Wenn man die Muskulatur gut hält und das Herz-Kreislauf-System gut hält, kann man einen Teil der fehlenden Lungenfunktion sozusagen ersetzen. Jetzt aber für alle Menschen, die rauchen und die jetzt schon vielleicht unter COPD leiden, ist wahrscheinlich das beste Heilmittel aufhören zu rauchen. Das ist die Ursache, und wenn Sie die Ursache eliminieren, dann haben Sie zumindest den Vorteil, dass eine weitere Verschlechterung eben nicht eintritt. Und es gibt auch deutlich bessere Resultate oder eine bessere Gesundung, wenn man dann aufhört zu rauchen, selbst wenn man schon unter COPD leidet. Selbstverständlich. Die Verschlechterung der Lungenfunktion, die sonst jedes Jahr eben eintritt, wird gestoppt und man hat dann auch eine längere Lebenserwartung. Und man bleibt auch länger noch mobil, gesund. Insgesamt ist es ja so, dass Rauchen nicht nur die COPD-Erkrankung verursacht, sondern auch viele andere Erkrankungen. Der Raucher lebt gemeinhin 7 Jahre kürzer als der Nichtraucher. Und insofern ist es immer zu empfehlen, aufzuhören zu rauchen, besonders wenn man schon von COPD betroffen ist. Herr Dr. Wiest, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Ja, liebe Zuschauer, wie wir Ihnen vielleicht in diesem Gespräch auf den Weg geben konnten, vermeiden Sie, wenn möglich, zu rauchen. Ihre Lungen und Bronchien werden es Ihnen danken. Und falls Sie unter COPD leiden, begeben Sie sich in gute fachärztliche Hilfe. Jetzt sind wir am Ende der Sendung. Wir freuen uns, dass Sie wieder reingeklickt haben, hier auf www.asklepios.com oder auch auf YouTube. Tschüss und auf Wiedersehen.